Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind immer noch in Peru und überqueren in diesem Video die Grenze nach Bolivien. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen hoch, checkt mal, ob ihr meinen Kanal abonniert habt, denn ich habe in den Analytics gesehen, dass die meisten meiner Viewer das tatsächlich nicht haben. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten viel Spaß! Im letzten Video habt ihr gesehen, wie wir unser Airbnb auf dem Titicacasee bezogen haben. Dort schlafen wir 2 Nächte und nutzen die Zeit hauptsächlich dafür, um uns auszuruhen. Der Salkantay-Track hat unsere Körper ordentlich auf den Kopf gestellt und die Pause kommt daher ziemlich gelegen. Für kleine Erledigungen müssen wir dann aber doch mal in die Stadt. Da unser Airbnb auf den schwimmenden Urus-Inseln liegt, sind wir auf unseren Host Louis angewiesen, der uns mit seinem Boot mitnimmt. Der Titicacasee, der zwischen Peru und Bolivien liegt, ist nicht nur der größte Frischwassersee Südamerikas, sondern auch der höchste schiffbare See der Erde. Wir sind immer noch am Titicacasee und verbringen heute einen ganzen Tag nur mit Entspannen, was richtig gut tut. Morgen geht es dann aber weiter, und zwar nach Bolivien. Mit morgen kommt also unsere Zeit in Peru zum Ende. Und damit ist dann Land 3 von 5 auch abgeschlossen. Und auch von der Zeit her ist unsere Reise schon über die Mitte hinaus. Es ist irgendwie krass, wie schnell die Zeit vergeht, aber wie viel man auch in der Zeit erlebt. Jetzt der Salkantay-Track zum Beispiel kommt mir schon wieder Ewigkeiten hervor, obwohl es irgendwie gerade erst 2-3 Tage sind. Ich fand Peru auf jeden Fall super schön. Gerade Cusco hat mir super gut gefallen. Ich mag die Menschen, ich mag die Mentalität der Menschen. Ansonsten hat natürlich die ganze Sache mit meinem Bauch die Zeit so ein bisschen überschattet, aber da macht man nichts. Aber wie immer freue ich mich jetzt auch, dass es weitergeht. Am nächsten Tag steigen wir in den Bus, der uns in 7 Stunden über die Grenze nach Bolivien bringt. Wir sind gestern in La Paz angekommen und jetzt haben wir heute den Tag, bevor es heute Nacht weitergeht mit dem Bus. Und wir frühstücken jetzt gerade hier oben bei uns im Hostel. Wir haben nicht wirklich Pläne für die Stadt, weil wir eigentlich La Paz gar nicht geplant hatten. Um lange Wartezeiten am Busbahnhof zu vermeiden, entscheiden wir uns dazu, eine Nacht in La Paz zu schlafen. Wir sind jetzt hier am Mercado de las Brujas, heißt übersetzt Hexenmarkt. Und hier gibt es alles, was man so für Rituale, Zeremonien, Opfergaben an Pachamama braucht, also Mama Natur. Zum Beispiel Lamaföten, getrocknete. Das sind sie. Und die werden wohl zum Beispiel vergraben, wenn neue Häuser gebaut werden, bevor quasi das Haus dann drauf kommt. Ich frage mich wirklich, ob die wirklich schon vorher gestorben sind oder ob die entwendet werden, kurz nach der Geburt. Also ich habe gelesen, dass es sich dabei hauptsächlich um Totgeburten handelt, aber ob das der Wahrheit entspricht. Hier sind halt so viele. Ja, ist auf jeden Fall schon sehr weird, das anzusehen. Hier sind noch mehr. Auch in verschiedenen Größen. Hier, guck mal, hier immer ganz winzig. Ja. Schon fast ausgewachsen. La Paz überrascht mich positiv. Ich fühle mich von Anfang an wohl und bin froh, die Stadt doch kurz kennengelernt zu haben. Wir finden sogar ein Café mit deutschem Kuchen und fühlen uns kurz ein bisschen wie zu Hause. 2. Nachtbus unserer Reise. Ja. Auf geht's zur Salado Uyuni. Wir sind angekommen in Uyuni, einem richtigen Wüstentown. Es ist einfach alles hier zugesandet und verlassen. Mehr oder weniger verlassen, aber nicht wirklich belebt. Außerdem viele Straßenhunde, sehr warm, nachts sehr kalt. Wir sind ja immer noch hier auf über 3500 Metern. Und wir haben jetzt gerade erfolgreich unsere Tour für die Salar Uyuni gebucht, die morgen früh losstartet. Mit dieser Tour überqueren wir dann die Grenze nach Chile. Wir sind wieder on the road. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Ich würde auch sagen, wir haben endgültig unseren Tiefpunkt überwunden. Wir haben uns erholt. Wir haben neue Kraft. Hätte ich mich damals nicht zu früh gefreut. Als wir an der Agency ankommen und auf den Start der Tour warten, bekomme ich einen Migräneanfall. Die ersten beiden Stops kann ich daher nicht mitmachen, denn ich bin komplett knockout. Niklas übernimmt also den Vlogging-Part. Allerdings war das Mikro der Kamera ausgeschaltet. Fail. Ich habe gerade die Augen zugemacht und es hat auf jeden Fall gut getan. Meine Migräne ist nicht so stark, wie sie sonst ist.
Ich habe aber auch direkt nach dem Einsetzen des Schmerzes eine Naratriptan genommen und dann nochmal eine 600er Paracetamol mit Koffein. Meine letzte Migräne hatte ich vor circa einem Jahr. Damals hatte ich das noch relativ häufig und das war immer so intensiv vom Schmerz her, dass ich wirklich 2 bis 3 Tage gar nichts machen konnte. Das wäre jetzt der Zeitraum der gesamten Tour und der absolute Worst Case und ich hoffe einfach, dass es sich jetzt weiter verbessert. Nach der Mittagspause treten wir die knapp 3-stündige Fahrt über die größte Salzpfanne der Erde an. Die Salar Uyuni umfasst mehr als 10.000 Quadratkilometer. Wegen der unglaublichen Größe dient sie der NASA übrigens für die Ausrichtung ihrer Satelliten. Vor über 40.000 Jahren ist hier ein riesiger See ausgetrocknet, woraus dann die Salar Uyuni entstanden ist. Da wir zur Regenzeit hier sind, werden wir später noch sehen, wie der größte natürliche Spiegel der Erde entsteht. Aber erstmal fahren wir uns fest. Unser Guide Gustavo ist 25 Jahre alt und macht den Job seit einem Jahr. Heute fährt er die Strecke zum ersten Mal nach seiner Erinnerung und das geht nicht ganz so lange gut. Der Wagen bricht im Salz ein. Erstmal etwas beunruhigend, da weit und breit kein anderes Auto zu sehen ist und niemand von uns Handyempfang hat. Glücklicherweise haben die Tabletten währenddessen schon bei mir angeschlagen. Wie man sieht, geht es mir bereits um einiges besser. Mit vereinten Kräften befreien die Männer den Wagen und es kann weitergehen. Sonnenuntergang in der Salar Uyuni. Absolut unreal. Ich habe so viele Jahre gehofft, dass ich das irgendwann mal mit eigenen Augen sehen kann. Und jetzt hier zu sein und das zu erleben, ist echt crazy. Aber es ist auch gleich schon wieder vorbei. Und dann sind wir wahrscheinlich nie wieder hier in unserem Leben. Ganz komisches Gefühl irgendwie. Ich konnte einfach nicht widerstehen und musste so eine epische Mucke dahinter knallen. Weiter geht's. Hier haben wir heute Nacht geschlafen. Und dieses Hotel hat die Besonderheit, dass die ganzen Wände aus Salz gebaut sind. Hier sieht man es ganz gut. Jetzt gleich geht's weiter, wieder zurück ins Auto. Tag 2 und heute bis auf 5000 Meter hoch. Am zweiten Tag der Tour geht es landschaftlich nicht weniger beeindruckend weiter. Wir kommen an riesigen Kakteen, bunten Quinoa-Feldern und wilden Guanacanos vorbei. Die Weiten sind so unvorstellbar riesig, dass es uns vorkommt, als wären wir auf einem anderen Planeten. Der Weg führt uns immer höher und schon bald befinden wir uns über 4500 Metern. Die Umgebung wird noch unwirklicher. Zwischen schneebedeckten Vulkanen und blauen Lagunen taucht eine riesige Gruppe Flamingos auf und ich habe fast das Gefühl, gerade zu halluzinieren, weil ich den Ort als so unbeschreiblich schön und beeindruckend empfinde. Ich glaube, das ist der schönste Ort, an dem ich bisher in meinem Leben war. Ich bin einfach so, so dankbar, dass gestern meine Migräne so schnell abgeflacht ist. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, an solche Orte zu reisen, die Landschaften zu sehen, solche Tiere zu sehen, hätte ich nicht erwartet, dass es so, so schön hier ist. Dass sowas auf unserer Welt existiert. Unglaublich. Ich habe jetzt ganz viel Zeit damit verbracht, hier die Flamingos mit der Kamera zu fotografieren. Und ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen wie so ein Wildlife-Fotografer, ja. Da haben wir ein paar Chinchillas im 2er-Pack. Das ist nicht sweet. Sind aber herbe am Chillen, haben irgendwie auch gar keine Angst. Wir sind jetzt an der Laguna Colorada. Das bedeutet so viel wie der gefärbte See. Weltweit gibt es 6 verschiedene Arten Flamingos. 3 davon lassen sich wegen der großen Menge Planktons regelmäßig an der Lagune nieder. Durch Algen und rote Sedimente erhält das Wasser seine Rotfärbung. Atmen! Ja, 4400 Meter. Ja, zerstört einen schon, ne? Das, was man eigentlich ganz normal schafft, ohne aus der Puste zu kommen, ist mega anstrengend. Aber wenn man halt nicht damit rechnet, geht man das erst in so einem normalen Tempo von zu Hause an. Und dann merkt man so, scheiße! Das Zimmer für die zweite Nacht, ein bisschen spärlicher, aber auch in Ordnung. Na, a la vuelta.
Es ist jetzt gerade kurz vor 7. Wir haben Minusgrade und der letzte Stopp auf unserer Tour sind jetzt thermale Quellen. Sieht mega, mega schön hier aus, aber ich glaube, ich bringe es nicht über mich, mich auszuziehen und hier baden zu gehen, auch wenn das Wasser warm ist, aber ach, mir ist jetzt schon so kalt. Und? Ja, schön warm. Wir waren drin und es war mega. Unsere Tour durch Bolivien bis nach Chile ist jetzt gleich vorbei. Von den Hot Pools fahren wir zu einer Busstation. Da werden wir eingesammelt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Nächsten Sonntag geht dann auch schon das letzte Video online, in dem ich zeige, wie wir unsere Zeit in Chile verbringen. Danke fürs Zusehen und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss!